Ey, was geht? Ey, was geht denn? Digga, ich hab dich einfach einen Monat nicht gehört. Ich war einfach 2 Wochen in Thailand. Alter, hast du bestimmt viel zu erzählen. Kommen wir gleich. Ich geh kurz aufs Klo, startet das Game. Dann gehen wir gleich rein. Geil. Ey, ich geh kurz aufs Klo, dann fangen wir an. Ja, bis gleich. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt. Ja, jetzt geh ich aber wirklich weg. Okay. Hallo? Bin ich in Discord? Moin. Doch, wir sind alle im Discord. Max ist auf dem Klo. Hä? Hallo? Moin. Moin, moin. Moin. Moin, Leute, Timex hier. Endlich geht es weiter mit Landwirtschaftssimulator 22. Umatra ist zurück aus seinem 2-wöchigen Urlaub. G-Time ist auch wieder am Start. Momentaner Stand. Wir haben alles. Ich weiß nicht, warum es auf einmal Nacht gibt und einen Schneesturm. Wir haben alles, um Mais anzubauen und das zu Mais-Silage zu verwandeln und diese dann in Biogas zu verwandeln. Und damit machen wir Geld. Da müssen wir aber aktiv die ganze Zeit arbeiten. Wir haben ganz viel Schulden immer noch. Wir kommen auch nicht so richtig raus aus den Schulden. Aber wir haben jetzt ein smartes Invest gemacht. Wir haben in Schaf investiert. Die brauchen nichts außer Rasen. Wir haben einen großen Rasenmäher hier irgendwo. Der ist mega cool. Und die geben dann einfach Wolle. Und die Wolle gibt schon gut Geld. Also ist okay. Aber wir haben zusätzlich hier auch irgendeine Schneiderei gebaut, dass wir aus der Wolle direkt schon Stoffe herstellen können. Und das soll uns jetzt passiv so viel Geld geben, dass wir aus den Schulden rauskommen und uns geileres Equipment und so kaufen können. Unfassbar geil. Also ich weiß nicht, warum mir das Game so Bock macht. Landwirtschaftssimulator, mega nice. Wenn euch das Ganze gefällt, abonniert gerne den Second Try Kanal. Ja, da kommen die ganzen Folgen. Viel Spaß. Der große Rasenmäher. Ja, der Rasenmäher ist ein bisschen zu teuer, ein bisschen zu groß, aber ist geil. Deine Mods sind ohne Witz Hurensöhne. Geiler Typ. Nein, sind sie nicht. Die Mods sind dafür da, um Hurensöhne wie dich zu bannen. Und das hat Daniel nach 0,4 Sekunden geschafft. Ich verstehe jetzt mal nicht, wie ihr so schnell bannen könnt. Super stark. Digga, was ist das für ein Albtraumwetter? Seid ihr schon connected? Ich kann nicht. Ich brauche noch 3 Stunden und 50 Minuten, bis ich connecten kann. Das ist doch doof. Ja, und ich würde wieder lieber disconnecten, nachdem ich den Schuldenstand wieder gesehen habe. Wie viel Schulden haben wir denn? Da kommen wir doch heute safe raus. 440.000 ist nichts. Ich sag euch das so, wie es ist, Jungs. Hört auf, diese Scheiße immer zu sagen, wir kommen aus den Schulden raus. Weil wenn wir kurz davor sind, dann kommt Max wieder mit irgendeiner Idee, ja, lass uns 1 Million Kredit aufnehmen. Falsch. Was müssen wir gerade mit dem Feld machen? Was passiert da gerade? Das ist am Wachsen. Am Wachsen? So gut sind wir? Alter, da können wir ja Zeit skippen und verkaufen oder was woran hapert. Wir haben vor so langer Zeit gezockt, das ist 1 Monat her. Was ist unser To-Do jetzt? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt in die Hütte schlafen, ne? G-Time macht, dass es erntet. Du musst jetzt sagen, wie die Pflanzen sind, ne? Weil ich gehe jetzt schlafen immer. Ja, ich sag dir, wie die sind. Hier steht, gehört dir Mais im Wachstum. Wachstum im Wachstum. Halt. Ertragsbonus 7,88, 94, 97%. Einige haben 100% Ertragsbonus. Sollen wir nochmal schlafen? Wachstum im Wachstum. Ja, dann nochmal. Digga, ich habe in diesem Jahr nicht einmal mit jemandem zusammengespielt. Was hast du denn gemacht das ganze Jahr? Die Klicks gingen gerade mega durch die Decke. Ich habe Fortnite Random Duos gemacht. Das kommt wahnsinnig gut an. Ich bin total süchtig danach. Das hat meinem Kanal so gut getan, dass ich weniger mit dir gemacht habe. Das ist Wahnsinn. Man sieht so richtig einen richtig steilen Anstieg, wo du weg warst. Zuerst dachte ich mir so, oh kacke, jetzt können wir nicht mehr Icarus zocken und jetzt können wir nicht mehr Landwirtschaftssimulator zocken und jetzt können wir nicht zusammen Fortnite Arena zocken und sowas. Und holy shit ist mein Twitch- und YouTube-Kanal abgegangen. Ich habe instant die 2 Millionen auch geknackt auf YouTube. Ich habe jetzt schon wieder 10.000 Abos mehr. Ich mache pro Stream teilweise 5.000 Follower gemacht, wo du nicht da warst. Das ist krass. Naja, jetzt bist du wieder da. Erntereif. Es beginnt. Bring die Wagen. Erntevorsatz aufklappen. Nee, geht nicht. Zuerst Motor starten. Das Rohr zuerst ausfahren. Rohr ausfahren. Oh. Ist alles neu hier. Rohr ausfahren, zack. Und Erntemaschine anschalten. Okay, ich fahr. Das ist das größte und lukrativste Feld, was wir jemals hatten, ne? Also ohne Witz, ich sag's dir ganz ehrlich, der ganze Mais, danach sind wir schuldenfrei. Hundertprozentig. Ist auch das Gärmittel bei dir drin? Ja, vollgeladen. 100% geil. Wieso kann ich auf den Server nicht connecten? Hilfe, Hilfe! Hilfe! Server. Für die ganzen Leute, die neu eingeschaltet haben, wenn ihr das Feld jetzt seht, was ich hier hinterlasse, danach muss man das Feld grubbern, pflügen, kalken, entsteinen, mulchen, säen, düngen, Pestizide spritzen und vieles mehr. Dass wir jetzt den Mais farmen können, haben wir nur geschafft mit einer unglaublichen Vorarbeit, die wir bis hierhin gebracht haben. Und den Mais verwandeln wir in Silage und das in Bioerdgas. Und damit machen wir Fettkohle. Wir haben 440.000, sind wir in den Schulden. Aber ich sag, heute kommen wir raus. Aber alles Gelder, die wir verdienen, investieren wir in Wolle. In Schafe. Und die machen Wolle. Und daraus machen wir Stoffe. Und dann machen wir noch mehr Geld. Und dann können wir uns noch mehr Felder kaufen, noch mehr Ländereien. Und dann können wir noch mehr Schafe draufstellen und noch mehr Kohle machen, dass wir nie wieder ins Minus kommen. Das ist der Plan. Wir sind jetzt hier in Folge 26. Wir sind noch im Minus. Aber ein Ende ist im Sicht. Hundertprozentig. Wo ist entkoppeln?
ist falsch. U, ne? U? U wie? Q wie Qualle. Ach so, Q ist richtig. U war falsch. Könnt ihr diese Sprache M wie Martha, E wie Emil und so ein Scheiß? Nee, ich check das auch nicht. Ich laber immer so richtig heftige Scheiße. So, ja. Ja, ja, S wie Schaf und so. Ja, stimmt. Jetzt kann ich joinen. Finally. Gott sei Dank. Ja. Ja. F wie Vogel, genau. Es ist viel passiert. Shashodo hat sein eigenes Valorant-Team. Ja, warte mal, ich höre dich jetzt doppelt in-game. Was machst du denn? Was machst du mit deinen Einstellungen? Bist du Alexander? Ach, das bin ich, ne? Ich bin Alexander, du bist Wanner. Genau, aber am 24.01. haben sie deren alles entscheidendes Match. Das wird spannend. Wollen wir gefühlt live mit zuschauen? Hackt der Server bei euch auch? Nee. Könnte an einem Dual-PC-Setup liegen. Du hast mich wieder voll erwischt, ey, Wichser. So, das habe ich doch vermisst. Ich habe sowohl G-Time vermisst, als auch sein Dual-PC-Setup, was man einfach so random flame kann. Hier schreibt einer, das Game ist langweilig. Das ist geil. Achso, ich habe jetzt noch nicht aufgelöst. Er ist gebannt. Das hätte ich gleich noch dazu sagen sollen. Ich dachte, das war schon klar. So, es ist so geil, Digga. Ich habe gestern so gesweatet in der FIFA Weekend League. So competitive und den ganzen Tag in Fortnite. Ich bin richtig gut geworden in Fortnite. Wir müssen doch wieder spielen. Wir müssen mal 1 gegen 1 machen, Romatra. Ich bin ein richtiges Fortnite-Kiddy geworden. Ich glaube, ich nehme mich auch um auf Trimax FN. Das Problem ist aber, sobald du wieder mit mir Fortnite spielst, hast du wieder geile Zuschauer werden. Verlierst alle deine YouTube-Klicks. Ja, das ist scheiße. Reapers ist da. Hallo, Reapers. Was geht ab, ihr geilen Farmer? Moin. Nicht Spoiler natürlich, ohne Inhalt, aber habt ihr die neuesten Marvel-Filme gesehen? Habt ihr Spider-Man gesehen und habt ihr The Eternals gesehen? Ich fand Spider-Man einer der besten Solo-Marvel-Filme ever. Ja. Also er war schon insane. Ne? Also er kann jetzt natürlich nicht mit Infinity War oder so mithalten, aber... Ich finde sogar, dass Spider-Man mit Infinity War und sowas mithalten kann. Ja, also unfassbar. Du musst echt alle geguckt haben, so Spider-Man-Filme. Mhm. Und dann knallt er halt umso mehr rein. Ich würde sogar so weit gehen, dass es einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Zeiten, würde ich sogar geben. So gut war der. Auch Dr. Strange und sowas safe. Ja, ja, alle. Ich bin der Größte. Ich habe jede Folge What If sogar geguckt, als sie rauskam. Mhm. Hawkeye, WandaVision, alles durch, immer genau beim Release-Termin. Ich bin der größte Marvel-Sweat von uns. So ein Tryhard, hä? Ja, ja, ich bin Marvel-Tryhard. Hast du auch die ganz alten Serien geguckt? Iron Fist und Luke Cage ja, genau, und sowas? Cage. Ja, 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 ja. Fand ich alles scheiße, aber gucke ich trotzdem. Weil der habe ich tatsächlich auch gesehen. Und ja, aber Iron Fist ist ja auch so scheiße, Digga. Seitdem habe ich mir gedacht, nee, ich schaue keine Marvel-Serien mehr. Das war's. Digga, Luke Cage, so 3 Staffeln, oh, ich bin 2 Meter großer Schwarzer und ich bin super friedlich und kugelsicher. Und dann kommt er aus Versehen immer wieder in Konflikte rein, aber er ist einfach kugelsicher und super stark. Es ist einfach so eine stumpfe Serie. Da merkt man irgendwie, dass das aus dem Comic ist aus den 70er Jahren oder sowas. Das war nichts. Loki insane auf der anderen Seite. Einer meiner Lieblingsserien auf der ganzen Welt. Aber Iron Fist, Digga. Iron Fist hat mich auch mega abgefuckt. Punisher war wiederum geil, weil die war ja ab 18 und das war ja eigentlich nur Geballere. Das war ja nicht so richtig Marvel. Das ist einfach nur brutalstes Ballern. Richtig brutal einfach. Digga, ganz ehrlich, manchmal, wenn ich irgendwie vormittags Boxtraining habe, dann habe ich 6 Stunden einen Call und dann streame ich irgendwie 8 Stunden und sweate in die FIFA Weekend League rein, ne? Und dann bin ich so im Arsch einfach und dann ist es einfach geil zu sehen, wie sich da ein Typ durch irgendwelche übelst klischee-mäßigen Bösewichter, die komplett zusammenschlägt, die Kehlen aufschlitzt und den allen in die Köpfe schießt und man sieht alles komplett realistisch in Ultra 4K HD und der zerschneidet die 10 Stunden lang zermetzelt der irgendwelche Randos. Ist geil. Ich hab so Bock auf Mickey, Alter. Holy shit, was ist mit dir? Es ist manchmal einfach geil. Also manchmal ist es auch einfach stumpf. Auch der Film vom Hauptdarsteller von Better Call Saul, Nobody, hieß der Film, ne? Habt ihr schon geschaut? Actionfilm? Nee. Super. So geil, Digga. So ein geiler Film. Ist meine Actionfilm-Empfehlung der Woche. Nächstes Ding. Romatra, ich hab deinen Post gesehen. Lesk hat die ganze Zeit gesagt, er hat eine Boxpause gemacht. Der hat keine Boxpause gemacht. Hat er nicht? Hast du sein Video gesehen? Ja, das war übel gut. Das sah übel gut aus. Der hat ja so ein komplett Training durchgezogen. Bist du noch so confident wie an Tag 1? Nein, nein, schon lange nicht mehr, hä? Ich war einfach den einzigen Gegner, der das ernst genommen hat die ganze Zeit über. Digga, ich freue mich sehr drauf. Geil. Bisschen weniger als 3 Monate hast du noch. Dieter, bist du eigentlich auch live vor Ort? Ich hab dich gefragt, du hast mir nie geantwortet. Jo, du musst doch pushen. Darfst du nicht machen. Darfst du nicht? Was darf ich nicht? Darfst du nicht fragen? Nichts zu gebrauchen, der Mann. Ja, ich merk's, dass der für nichts gebrauchen ist. Ich schreibe ihm so viele Nachrichten. Das ist dein Fehler. Ist gut, immer wieder. Was soll ich denn machen? Ey, du bist aber, ohne Witz, ich muss sagen, du bist einer der Besten. Du hast so hier, yo, die Nachricht hier ist wichtig, hast die Nachricht gelesen, Erinnerung, hast die Nachricht gelesen und dann zack, gibt's eine Antwort. Das ist geil, du machst das super gut. Ich muss dir 8 Erinnerungen oder so schreiben. Ist geil, mach weiter so. Ich komme mir so dumm vor. Du bist einer der Einzigen, der dann mich auch catcht, das ist geil. Warst du schon mal live bei
einem Boxkampf dabei, Max? Irgendwann. Nee. Ich war ja bei einem Muay Thai-Event in Thailand. Ja. Wo verschiedene Leute sich geboxt haben. Die Stimmung da beim Zuschauen war anders, als du dir je vorstellen kannst, Max. Ich weiß. Es ist komplett anders. Du sitzt da und du siehst die Gesichter von den Leuten in Real Life, wie die sich gegenüberstehen und sich gleich einfach auf die Fresse hauen. Ey, ich hab gedacht, das war's, wenn ich das mache vor 16.000 Leuten im vollen Stadion. Ich brech gefühlt einfach zusammen, weil... Warum? Weil die Anspannung zu gigantisch ist. Jetzt habe ich noch mehr Bock. Das ist auf jeden Fall fett. Also es sind jetzt schon mehrere tausend Leute am Start. Das wird halt eine gigantische Stimmung werden, ne? Das ist doch mal was anderes, ob wir einen Box-Vlog machen oder ob du vor 5.000 bis 15.000 Leuten kämpfst. Jetzt ist natürlich die Sache, machen wir viele Runden und es ist ein ausgeglichener Fight und ab Runde 6 geht gar nichts mehr, ist die Luft raus. Du kannst deine Schulter und deine Arme nicht mehr bewegen und kannst keine Deckung mehr machen. Das wird dann der hässlichste Fight, den es gibt. Ja. Aber vor so vielen tausenden Leuten und so ein Kampf, der so lange angesagt wurde, auf den man so Bock hatte und so lange darauf hintrainiert hat, da wird man kämpfen mit allem, was man hat, gefühlt bis zum Tod. Und wenn man keine Ausdauer mehr hat, ist auch weniger Deckung da, kann der Knockout-Schlag später kommen. Aber es kann auch so ein richtig krankes, völlig totes in den Armen hängen sein, nachdem man sich in den ersten drei Runden komplett ausgepowert hat. Aber ich finde es auch doof dann, wenn wir sagen, yo, wir machen nur drei Runden, geben Vollgas, dann gibt es keinen Knockout und dann ist der Kampf einfach vorbei. Das ist auch doof dann. Ich habe ihm gerade übelst ein Ding gegeben, er hat mir übel ein Ding gegeben, gerade so voll der ausgeglichene Fight und dann ist einfach zu Ende, weil die Rundenanzahl Maximum ist. Das ist scheiße. Ich glaube, der unfairste Verkampf ist Henke gegen Schiff Strobel. Ich weiß nicht, ob Schiff Strobel überhaupt irgendwas macht. Der geht nur pumpen. Der will so ein richtig gelecktes, geile Brust haben mit einem nicen Sixpack. Und der will so richtig so einen V-Muskel haben, der in Richtung Schwanz geht. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, wie viel das bringt einfach, weißt du, so ein perfektes Sixpack haben. Er wird wahrscheinlich fantastisch aussehen, gar keine Frage. Aber geht dann einfach in der ersten Runde K.O. Schon so fast ein safes Ding einfach. Ich weiß noch gar nicht, welchen Kampf es noch gibt. Aber die drei, die du weißt, okay. Wir werden noch ein, zwei Kämpfe zusätzlich haben. Ist das auch safe, oder? Ja. Safe, ja. Also ein Kampf ist hundertprozentig gesetzt. Ich bin 5-6 Mal die Woche im Training. Zweimal Ausdauer, zweimal Boxen, zweimal Krafttraining. Ich glaube, das wird viel zu sehr gehypt. Die Kämpfe werden, glaube ich, schlecht, beziehungsweise es werden Leute früh K.O. geben. Mhm, ja, aber ist doch geil. Ich wollte gerade sagen, es gibt noch nichts Geileres als ein frühes K.O. in so einem Kampf. Der Ultra, Digga, du bereitest dich ein Jahr vor und bist dann nach 40 Sekunden bewusstlos am Boden und alles ist schwarz und es ist vorbei. Und dann gibt es noch so ein Ultra 4K HD, die Slow-Mo, wie sein Gesicht die Faust frisst. Und dann fetzt da irgendwie Spucke weg, der Mundschuss ploppt raus und dann liegt da Chef Strobel regungslos am Boden. Alter, das ist eine Szene für die Ewigkeit. Nee, auf keinen Fall. Läuft gar nicht auf Twitch. Was? Warum weiß ich das nicht? So, das Event kostet so 500 bis 600.000. Das ist schon ordentlich. Wir sind der allererste Stream, komplett kostenlos, ohne Probeabo, ohne alles Mögliche, von ProSieben Join. Also läuft im Fernsehen einfach. Nee. Join ist von ProSieben und die machen eigentlich so Serien. Da läuft Jerks, das ist da ultra geil. Klaas hat eine Serie, Slavik hat eine Serie, Revi hat eine Serie. Super viele YouTuber haben da eine Serie und alles Mögliche. Und auch viele andere Sachen, ne? Und man weiß auch nicht, wie das mit ist, ob man das auf Twitch darf, wenn da jetzt wirklich jemand einen Cut kriegt und dann blutet und sowas, weißt du? Was ich noch erzählen wollte, bei dem einen Gym, wo wir trainiert haben, ganz am Anfang, da haben wir einen Briten kennengelernt. Briten? Was, ein Briten? Was kann ein Briten. Brittersport. So, das war's mit der Geschichte. Ein Briten. Digga, ein Briten. Ich hab's auch erstmal nicht gerafft. Ich hab's gar nicht gecheckt, Digga. Ich dachte, das ist irgendein Begriff für einen Kämpfer. Ich dachte, das ist so eine Kampfsportart oder sowas, weißt du? Geil. Okay, jetzt erzähl deine Story, das heißt Brite. Nee, sag ich jetzt nicht mehr. Will ich jetzt nicht mehr. Den haben wir auch vermisst. Der Mucksche, die beleidigte Leberwurst. Von all meinen Zyberkollegen ist Rumatra am allerschnellsten die Leberwurst. Der sagt das mit Absicht falsch, um lustig zu sein, schreibt hier einer. Floter MD schreibt das. Wie findest du die? So. Kacke, ich hab mich gefangen. Naja, chill kurz. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr witzig. So kann ich nur machen. Ey, ich droppe immer das Falsche, ne? Ich gehe Fortnite spielen, weil ich ein Fortnite-Kid bin. Ich bin auch ein Fortnite-Kid. Hey, wollen wir mal zusammen Fortnite spielen? Ja, ich war Bock auf ein 1 gegen 1, sowohl gegen dich als auch gegen Rumatra. Ich bin ein bisschen besser geworden. Okay, ey Jungs, viel Spaß, ich hau ab. Ey, dir auch viel Spaß, du bist cool. Tschö. Oh, du auch, ciao. Tschüss, ciao. Dein Ciao hat er nicht mehr gehört. Oh. Ciao, Kevin. Ciao. Alter, ich dachte mir gerade, wer ist Kevin, aber G-Time ist einfach Kevin. Krass. Ihr seid einfach Kevin und Wieland. Was für ein Scheiß. Ihr seid so doll G-Time und Rumatra, das checkt ihr gar nicht. G-Time gibt es gar nicht mehr. Die Leute sagen alle nur noch G. Nur G, noch besser. Ich hab keinen G-Time mehr. Du hast das einfach komplett ausgelöscht, diesen Namen. Der ist doch geil. Einfach meine ganze Identität. Nenn dich um auf Twitch, den nenn ich einfach G. 7 Jahre baue ich mir diesen Namen auf Twitch auf, dann habe ich 1-2 Monate mit dir zu tun und der Name existiert nicht mehr. Das ist einfach G, ist doch geil, ist doch mega Name. G ist cool. Wie schnell seid ihr mit Abwehren? Können wir die Zeit hochstufen oder vergerbt das dann? Das vergärt. Ich hätte dich auch gerne gesehen, weil die Trainer, die sind auf Henki gar nicht klargekommen. Die machen ja nur Muay Thai mit relativ kleinen, leichten Leuten halt. Mhm. Und
Und Hanky war der Einzige, der über 70 Kilo gewogen hat. Und Hanky wiegt ja 90 oder 95 Kilo. Der hat ihm so die Schläge in die Pratzen reingeballert. Der hat zwar nicht lange machen können, aber die Schläge, die er dem Trainer geballert hat, die haben ihn halt übel überfordert, weil er es halt nicht gewohnt war. Ja, normal. Ich war ja auch mal in Asien, das war witzig. Teilweise bin ich da auf so einem Wochenmarkt gewesen und der größte da vor Ort war 1,50. Und da bist du mit 1,90 und als einziger blonde Haare, alle Leute haben dich angeguckt. Als mein Bruder in Shanghai war das, glaube ich, war, ne? Die sind überall, in jeden Club und überall umsonst reingekommen, einfach nur, weil das Europäer waren. Und dass da hoch angesehen ist, wenn du einen Club hast, wo Europäer mit dabei sind. Das ist schon crazy. Da kommt, glaube ich, auch ein bisschen auf die... Übelst die geilen Videos, muss ich einfach mal sagen, ne? Alter, das sag ich ihm. Ich feier die Videos. Also, ey, ohne Witz, der Kanal von deinem Bruder ist einer der wenigen Kanäle, die ich auf YouTube aktuell gucke. Ja, ist geil. Ich finde die so geil. Ich finde das Thema auch super interessant, die ganze Sache. Hätte nicht gedacht, dass das so viele Leute abholt. Klar, betrifft zwar jeden, aber das ist schon krass. Ich habe das ja am Anfang einmal gepusht, den Kanal, und dann nicht mehr. Und dann kam auch kein Video. Und dann hat auf einmal der YouTube-Algorithmus die Videos so... Jetzt hat das mehr gepusht, als ich die Videos gepusht habe. Also die 30.000 Abos hatte er schnell, so die 33.000, die kamen von mir. Ey, auf einmal hat sich das komplett verselbstständigt. Jetzt hat er fast 70.000, ne? Aber ist halt auch echt viel Aufwand. Er macht ja noch Vollzeit seinen Job. Digga, ich sehe den seitdem nicht mehr. Der arbeitet komplett und das ganze Wochenende geht dann nur in den Kanal rein. Oh, kann ich das komplette Feld auffressen? Ne, ich muss hier nochmal wenden.